Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von To the Moon. Das letzte Mal. Ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Das ist schon so lange her. Wir waren in der Kneipe und haben ein bisschen mehr über River rausgefunden. Und Johnny gibt es ja auch dreimal. Das finde ich super. Was sind ja alles Erinnerungen? Man möchte ja mal nicht pingelig sein. Gut, wir haben herausgefunden, dass River höchstwahrscheinlich unter dem Asperger-Syndrom leidet. Was sehr viele eben gesellschaftliche Probleme mit sich zieht, die Isabelle schön abspielen kann. Sie ist demnach eine Schauspielerin, auch beruflich geworden durch diese Erkrankung. Kann man das Erkrankung nennen? Eigentlich ist es keine wirkliche Erkrankung, finde ich. Es ist halt so. Man muss halt damit leben. Egal, ob man es jetzt hat oder nicht. Gut, auf jeden Fall... River lebt das aus, so wie sie eben ist. Isabelle überspielt das Ganze. Somit hat Johnny jetzt schon ein paar, sagen wir, Probleme mit River, weil er eben nicht weiß, wie er damit umzugehen hat. Gut, wir haben das nächste Momento bereits gehabt oder auch nicht. Noch nicht. Moment, ich will erstmal die Notiz lesen, die wir irgendwie letztes Mal auch nicht wirklich bekommen haben. Und zwar war das die Notiz. Hä? Haben wir gerade eine Notiz? Hier. Okay, Animaus. Johnnys Lieblingsjahr als Kind. Okay. Gut zu wissen. Und David war, glaube ich, eine Kobra. War das nicht gerade so? Gut, aktivieren wir es doch mal und gehen wieder ein Stück weiter. Ja, ein ganzes Stück weiter. Ach, hey, wie schauen ihr denn aus, Jungs? An die kann er sich wohl noch ein bisschen erinnern. Och, gehen sie denn schon alle? Ich bin doch gerade erst da. Scheint dir bei Partys häufiger zu passieren. Ach komm, heb dir deine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf. Okay, es scheint wirklich eine Feier zu sein. Ein paar Leute erinnert er sich, ein paar Leute erinnert er sich nicht. Aha, hier, ein Buch. Wahrscheinlich dann das Animorphs-Buch. Das wird die Hochzeit sein. Eingeliebt Oliven. Ich sehe Le Fromage, aber wo ist die Maus? Du redest ja immer viel Blödsinn, aber das ist bisher das Highlight des Abends. Willst du nicht eher sagen, dass ich nur Käse rede? Pff. Wow. War das... Aber das war noch eingelegte Oliven. Hat überhaupt nichts mit Käse zu tun. Komisches Typ. Gut. Also ich nehme an, es ist die Hochzeit. Er hat ja ein Animorphs-Buch von seinen Eltern bekommen. Oder ja, von seiner Mutter. Weil er die Serie als Kind so mochte. Mir hat das ein bisschen wehgetan, dass er eben dann gesagt hat, dass er es eine Kinderserie ist. Und dass man das nicht mehr schauen braucht. Wobei das totaler Blödsinn ist. Wir schauen im Moment auch Hey Arnold. Weil es cool ist, weil man damit aufgewachsen ist, weil es wichtig ist für die Kindheit. Mein Lieblingscharakter bei Herr Arnold, ich weiß auch nicht mehr ihren Namen, das war immer das Mädel, was so modebewusst war. In der schwarzen Hose und dem roten Oberteil. Wisst ihr, wen ich meine? Die war klasse. Das war immer ich. Ah, ich wusste, dass ihr hier seid und ich wusste, dass es die Hochzeit ist. So schick, wie ihr ausschaut. Wow, ihre Augen sind echt mächtig grün. Okay, kommen wir da hoch? Ja, irgendwie beamen wir uns jetzt ins Nichts. Oh oh, was passiert denn jetzt? Fühlt es sich anders an? Ich meine, jetzt wo wir die Ringe tragen? Nein, fühlt es sich nicht. Nein, danke. Warum fühlst du dich anders? Also, warum fühlst du dich anders? Also, eigentlich... Ja, ich denke schon. Meinst du? Wie fühlt es sich an? Es ist einfach anders. Ist das gut oder schlecht? Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Welche Verantwortung? Verantwortung? Welche Verantwortung? Magst du den Namen Anja? Möchtest du sie Anja nennen? Ich verstehe.
Ja, Anja ist ein schöner Name für sie. Hey, komm mal her. Meint ihr wirklich den Leuchtturm oder ist sie schwanger? Das ist das, was ich momentan im Kopf habe. Ist sie schwanger und ihr hat ein Kind und es wird ein Mädchen und die wollen sie Anja nennen? Und deswegen auch die Verantwortung. Oh Gott, sie machen rum. Das ist keine gute Idee. Ich werde stolpern und fallen. Meinst du? Keine Sorge. Folge einfach meinen Schritten. Ah, sie tanzen. Oh, sie tanzen im Leuchtturm. Wie süß. Huch, mein Hintern. Ich glaube, du bist mir auf den Fuß getreten. Sorry. Komm, versuchen wir es nochmal. Oh, bis im Morgengrauen. So lang sind sie noch dort oben geblieben und haben getanzt. Sehr schön. Oh, ist das eine süße Geschichte. Ich muss weinen. Versprichst du, sie zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Das tue ich. Und möchtest du diesen Mann, der nun vor dir steht, zu deinem Ehemann nehmen? Versprichst du, ihn zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Sie ist ein bisschen gezögert. Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Meine Damen und Herren, von Ihnen stehen Mr. und Mrs. Wiles. Sie dürfen die Braut nun küssen! Das ist doch immer der schönste Part. Okay. Oha, die Hochzeit. Ja, das haben wir schon vorher gewusst. Ja, was dachtest du denn, was das war? Richtig. Ich hab's nicht so mit Hochzeiten, das ist alles. Flüssigkeiten sammeln sich in meinen Augen. Was? Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Oh, sagte ich Augen. Ich meine natürlich eigentlich meinen Mund, Sapper. Und da sammelt sich auch nicht nur Flüssiges, sondern auch Festes. Ah, Herr Pfingsten. Oh Gott, ein reizender Gedanke. Vielen Dank, Neil. Komm, lass uns einen Weg hier rausfinden. All diese Glückseligkeit ist selbst für dich zu viel, ha? Huh? Nein, ich mag es einfach nicht, anderen dabei zuzuschauen, wie sie Fehler begehen. Frau Doktor, wo bleibt ihr? Der Augenblick zählt. Meinst du also, es war ein Fehler, dass sie geheiratet haben? Aber sie lieben sich doch, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Die gibt es in jeder Beziehung. Es ist immer nur wichtig, ob man lernt, damit klarzukommen oder nicht. So, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter runter. Ich hätte eigentlich jetzt nochmal im Leuchtturm nachschauen sollen, aber... Ich möchte wissen, wie weit diese Erinnerung geht. Weil die anderen waren ja immer nur so ein Stück weit und... Ach. Ein Kuchen. Ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mom. Sage, dass ich mich freue, dass sie gekommen ist. Mache ich. Das sage ich natürlich nicht selbst als Bräutigam. Und ich bedanke mich auch sonst bei keinem, der gekommen ist. Ich bin so stolz auf dich, Joey. Ich heiße Johnny. Joey? Ach, so hieß mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Mom nennt mich manchmal so, als Spitzname. Mhm. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Oha, nicht noch eine von diesen Großelternkindheiten. Wieso, was hast du denn dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du immer eine ganze Menge. Was? Stimmt doch gar nicht. Ganz wie du meinst. Notiz Joey erhalten. Lesen wir mal gleich durch. Joey ist Johnnys Großvater. Ja, gut. Johnny spielt Spitzname nach seinem Großvater. Weil auch Johnny noch kein Spitzname ist von John. Okay. Gut. Das ist also seine Mutter. Ich wusste, dass wir mit ihm reden können. Die ist ein bisschen zermattert. Und der sieht aus wie entweder Großvater oder wie Johnny. Ich bin so stolz auf Johnny. Sei das. Ist wahrscheinlich ihr Vater. Ist wahrscheinlich auch schon gestorben. Das sieht genauso aus wie sie. Nur von hinten. Na ja, gut. Das hat bestimmt nichts auf einer Metaebene zu bedeuten. Sondern ist ein rein physisches Problem. So, kommen wir da irgendwie noch weiter? Ja, tatsächlich.
Uns fehlt noch ein Memento. Ja, haben hier alle schön geparkt, logischerweise. Und keiner ist gegen den Baum gefahren, ha? Das ist mal vorteilhaft. Aber doch, da hoch komme ich auch. Sehr schön. Ach so, jetzt bin ich wieder da. Ja, Mensch. Das hat sich ja gelohnt. So, kann ich mit denen irgendwie reden? Nein. Dann gehen wir mal doch mal nochmal zum Leuchtturm. Da hätte ich ja eigentlich vorhin schon hin wollen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, Leuchtturm, sowas Unwichtiges in diesem Spiel. So, ich glaube immer noch nicht, dass sie den Leuchtturm so genannt haben. Das glaube ich einfach nicht. Ach man, ich komme hier nicht rein. Mir fehlt doch noch ein Ding. Aber ich kann hier ja nichts anmachen. Ich kann hier nichts anmachen. Hey, sie. Na, wie wär's mit uns? Bedummtisch. Gut, er war schlecht. Es tut mir leid. Gut. Mensch. Ich frag mich, warum sie es einen Fehler genannt hat, dass die beiden heiraten. Im Moment schauen sie ja noch relativ glücklich aus, wobei die, glaube ich, beide auch schon Zweifel haben. So, ich kann hier nichts klicken, ne? Ich habe auch allgemein das Memento noch nicht gefunden. Es könnte sich zu einem Problem hinauskristallisieren. Mensch. Das ging jetzt sonst immer so schnell. Das muss ja wohl noch irgendwas bei den Autos sein. Sonst würde ich ja da nicht hinkönnen, so rein spieltechnisch betrachtet. Muss da also noch was sein. Deswegen. Wie weit konnten wir eigentlich runter? Können wir bis auf die Straße? Ah! Ha! Den habe ich vorhin gekonnt übersehen. Wen hat er denn da überfahren? Ach so, oh Entschuldigung. Wen hat sie denn da überfahren? Da kann man nichts machen, River. Ich bin sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das ein Hase? Ja, kommt dir das bekannt vor? Was meinst du, ist das der Ursprung des ganzen Papierhasen? Hey, stimmt. Warum sollte sie sich an der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach. Ist ja wurscht, das kann ja ein Trauma verursachen. Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon werde ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Banshee-Sprung ohne Seil zu machen. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Memento ist. Ha, natürlich habe ich recht. Gut, ich kann mir schon vorstellen, River, komm schon, wir sind spät dran, dass das der Ursprung ist. So ein Trauma kann ziemlich tief sitzen und eigentlich auch ganz belanglose Sachen sein. So. Da wir hier also soweit nicht weiterkommen, werde ich mal hoffentlich in einigen wenigen Zügen das Memento vorbereiten. Moment. Yeah! Der sieht gar nicht tot aus, da ist überhaupt kein Blut. Der ist noch gut, den kann man noch essen. Gut, das war jetzt schlecht, aber wer weiß, woher es kam, kriegt einen Keks. So, aktivieren. Du weißt, dass es eine fantastische Hochzeit war. Wenn das Memento ein überfahrenes Tier ist. Ja, das stimmt. Hey. Vielleicht sah sie das als eine Metapher für die schreckliche Ehe. Er. Ja. Er, dann nicht sie. Und dann Jahre später fing sie an, Hasen zu falten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder was weiß ich, irgendwas ähnliches, wichtig turdisches. Coole Story, Neil. Es ist gut möglich, ich meine auch, sie hat beim Ja-Sagen gezögert. Kann auch sein, dass ich mich nur Der lag da also schon immer? Tritt sich fest? Hammes Ding. Was ist das eigentlich heute mit der ganzen überfahrenen Tieren? Schau mich nicht so an. Ja, du hast auch eins überfahren. Es riecht nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren. Oder schleunigst von hier verschwinden. Gut, können wir da hin? Nee, na, müssen wir jetzt ein freies Ding finden. Ah, ein freies Ding. Kannst du mal aufpassen, wo du hinfährst? Wahrscheinlich sind da die anderen schon erschrocken.
weil der Bus durch sie durchgefahren ist. Wow, cool, ein blaues Pferd. Lass es sein. Was genau soll ich sein lassen? Das weißt du. Ich soll es sein lassen, nicht auf diesem Pferd zu reiten? Ja. Wie alt bist du? 5? Okay, ich werde auf keinen Fall nicht auf diesem Pferd reiten. Doppelte Vergangenheit. Vergangenheit, doppelte Verneinung. Hör auf, Zeit zu verschwenden, Deal. Komm, ja, danke. Oh Mist, das ist nicht gut. Bitte. Brich dir einen Arm oder sowas. Steh nicht blöd in der Gegend rum, hol mich hier runter. Nein, tue ich nicht. Verdammt, da stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Vollidioten zu helfen, stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Das ist richtig. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich Neil nicht so wirklich mag. Dorftrottel, danke. Oh, ich liebe diese Notizen, sie sind klasse. Neil in Klammern Idiot. Guckst im Lexikon nach, ist ein Bild von dir daneben. So, aber wir gehen ja gekonnt in die andere Richtung. Könnte ja hier was Wichtiges sein. Ich muss auch Neil helfen. Nein, müssen wir nicht. Das ist dasselbe Pferd wie vorhin. Das ist dasselbe Pferd wie vorhin. Das ist dasselbe Pferd, nur in Rot wie vorhin, in einer blauen Mähne. Gibt's da irgendwas umsonst? Ich gehe mal nach oben. Das ist dasselbe Pferd. Ja gut, ich sag schon nicht mehr. So, okay. Das ist das ist ein sehr seltsames Pferd. Das ist dasselbe Pferd wie vorhin, nur schneller. Ich gehe spazieren. Lalala. Ich hätte mal einen Partner damals, der hieß Neil, der ist eines Tages auf dem Pferd gesprungen und war dann weg. Ist heftig, ne? Ist das auch mal passiert? Bestimmt. Ah. Ah. Ha! Was ist hier los? Das sind die beiden. Hallo. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Na klar. Sie kommt schon klar. Sie macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie alleine geritten. Ich kann das. Ich bin kein Kind. Oh, wow, wow, wow! River! Und weg ist sie. Ja. Hast du es jetzt drauf? Du hast die Augen zu. Das ist... Oh Gott. Ja, gut. Worauf wartest du? Komm schon. Macht voll Spaß, Mann. Woohoo! Hey, warte auf mich. Sehr schön. Sie kann's. Ich frage mich, ob Neil schon auf dem Pferd heruntergekommen ist. Nein, ist er nicht. Das hier liegt 20% über meine Belastungsgrenze. Was für ein Volltrottel. Also, machen wir das Pferd einfach mal unsichtbar. 8 zu Maiskolben damit. Zack. Ach so, jetzt muss ich damit machen. Woohoo! Juhu! Voll cool. Oh, ein Stein. Ich bin viel schneller als du. 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 So. Ich sollte Neil finden. Ach, ich muss sie finden. Ah, okay. Okay. So, einen noch. Muss ich es Neil finden? Neil! 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 Wenn man den Namen ganz oft hintereinander sagt, klingt er immer blöder. Was lernen wir daraus? Ich werde mein Kind bestimmt nicht Neil nennen. Was immer ich auch gerade eingesammelt habe. Jetzt stell dich nicht so an, Mann. Okay. Ich danke dir! Autsch. Steig ab, Mädchen. Jetzt muss ich zu dem noch so hinreiten. So, da liegt doch da jetzt bestimmt irgendwo. Hallo? Ah, okay. Ja, dieses Memento wird uns weiterhelfen. Aber ich setze mich noch nicht ein... Aber ich setze mich nicht nochmal auf dieses Pferd. Gehst du und besorge unsere restlichen Memero-Links. Ja, habe ich doch schon.
Lass es nie wieder drüber sprechen, was passiert ist. Ja, aber ich hab doch schon alle. Ah. Oh, irgendwie fehlt da unten jetzt eine Leiste, ne? So. Hab ich doch schon alles gemacht, Mensch. Gut, das war jetzt eine ziemlich coole Passage. Hat mir sehr gut gefallen. 4 Stück. Dein Ernst? Ich bin so schlecht in diesen Teilen. Ich habe keine Ahnung. Doch, ich habe Ahnung. Ich habe voll die Ahnung. Ich bin die ahnungsvollste der Welt. Wie geil ist das denn? Sehr gut, sehr gut. Also gut, wir haben das Memento aktiviert. Und wir sind auf einem super geilen Pferd. Und ich bin viel schneller als die anderen, weil ich viel geiler reiten kann. Yeah! Ich schmeiß euch alle vom Gaul. Woohoo! Okay, aber ziemlich cool, dass man hier einmal wild durch die Gegend reiten kann. Oh mein Gott, eine Blume! Ich kann nicht über eine Blume reiten. Okay. Gut. Dann war's das für heute. Wir haben also es herausgefunden, wie die Hochzeitsstudenten kam und die war wirklich nicht so mächtig. Gut. Johnny/Joey finde ich auch sehr seltsam, dass die Mutter ihn Joey nennt. Wegen dem Großvater. Ich will auch hüpfen können. Oh, wie komisch der Po ausschaut. Aber sonst kann man es als Pferd durchaus identifizieren. Gut. Soweit haben wir über die Beziehung von den beiden noch nicht so viel rausgefunden. Man könnte es hier raus rein interpretieren, dass er nicht so, wie soll ich sagen, sie nicht für so viel... Ach Gott, wie sage ich? Ich kann gerade momentan kein Deutsch. Er denkt, sie kann nicht so viel machen, wie sie eigentlich könnte. So rum. Ne? Also, dass er sie unterschätzt. So heißt das Wort. Danke. Ja. Was ja natürlich dann nicht der Fall ist, was man heute ja dann durchaus hat sehen können mit dem Reiten. Vielleicht anfangs ein paar Probleme gehabt, aber dann hat es ja gleich raus gehabt, wie man es den vierbeinigen... Oh, ich kann heute echt nicht reden. Es tut mir echt leid. Aber gut, das kennt man ja schon so von mir. Ich bin gespannt, was in der nächsten Folge passieren wird. Wir werden ja noch ein bisschen in dem Alter bleiben. Oh, aber gar nicht mehr lang. Ich glaube noch die nächste vielleicht. Die nächste Erinnerung. Und dann sind wir schon davor. Das heißt, wir sind schon ziemlich weit in dem Alter fortgeschritten. Wir werden sie wahrscheinlich bald kennenlernen. Also, ne, über im übertragenen Sinne, dass er sie kennenlernt. Und was dann in dem ganz kleinen Alter, ob sie sich da denn dann vielleicht auch schon kennen, dass sie es vielleicht erst da kennenlernen. Ich bin ja immer noch dafür, dass es Sandkastenfreunde waren. Aber gut, das finden wir alles erst beim nächsten Mal raus. Bis dahin würde ich mal sagen, Tschüssikowski. Und habt noch einen schönen, schönen Montag. Ja.